Rucksackverbot, komplette Umzäunung und rund 200 Ordner mehr als noch 2015. Die Stadt München hat ihr Sicherheitskonzept ordentlich verschärft. Der Charakter des Oktoberfests soll aber trotzdem nicht verloren gehen. Wiesnbesucher sollten darauf achten, dass sie nach Möglichkeit überhaupt keine Rucksäcke, Gepäckstücke mitnehmen. Wenn sie Handtaschen mitnehmen, ist das kein Problem. Sie dürfen nur eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Das ist mit 3 Litern bemessen. Also kleine Damenhandtaschen sind gar kein Problem. Größere Gegenstände, da müssen alle darauf gefasst sein, dass die in den Gepäckaufbewahrungslagern rings um die Wiesen herum abzugeben sind. Um für Sicherheit zu sorgen, gibt es aber nicht nur ein Taschenverbot. Es gibt überdies weitere Gegenstände, die verboten sind. Also irgendwelche Spraydosen, irgendwelche ätzenden Flüssigkeiten oder Gegenstände, die als Hieb- oder Stichwaffen benutzt werden können. Also auch gleich der Hinweis an alle Trachtler auf der Wiesen, bitte den Hirschfänger daheim lassen. Sowas wird natürlich auch kontrolliert. Das Taschen- und Rucksackverbot kann nur durchgesetzt werden, wenn es keinen unkontrollierten Zugang auf die Wiesen gibt. Deshalb wird die offene Hangkante entlang der Theresienhöhe mit einem Sicherheitszaun geschlossen. Der Sekufenzzaun ist ein Maschendrahtzaun, hätte ich fast gesagt, an die 2 Meter hoch, der in Blechboxen steht. Die sind vergleichbar mit so einem Dixie, mit der Dixie-Toilette, fallen eigentlich so auch gar nicht auf. Es wird ein Führungsseil gespannt und da wird der Zaun ausgerollt. Er ist transparent, er ist durchsichtig. An 7 Stellen dieser 350 Meter gibt es Auslässe von 1,20 Meter Breite. Da stehen jeweils 3 Ordner pro Segment. Also die sorgen auch dafür, dass der Zaun in weniger als einer Minute wieder eingeschoben ist, falls es tatsächlich zur umgekehrten Bewegung kommt, nämlich dass Menschen das Festgelände über die Hangkante an der Theresienhöhe verlassen wollen. Eine durchgängige Personenkontrolle wird es nicht geben. Dennoch behält sich die Stadt vor, die Besucher stichprobenartig zu überprüfen. Wenn Personen aus irgendeinem Grund verdächtig sind, dann werden die natürlich auch kontrolliert. Auch wenn kleinere Taschen aus irgendeinem Grund verdächtig sind, dürfen die Ordner reinsehen. Aber nur bei konkreten Verdachtsmomenten. Und da sind die Ordner geschult, so etwas zu erkennen und dann entsprechend zu agieren. Die Wiesen wird keine Hochsicherheitszone werden, so Schmidt. Mit dem Konzept wolle man die Besucher bestmöglich schützen. Deswegen bittet die Stadt die Besucher bei längeren Wartezeiten um Nachsicht. Fahrt vielleicht ein bisschen früher auf die Wiesen als sonst, damit das alles ein bisschen lockerer geht. Nicht auf den letzten Drücker, wenn man irgendwo Verabredung hat. Es kann sein, dass man ein bisschen warten muss. Wer mit der U-Bahn kommt, dem rate ich, wenn er am Hauptbahnhof aussteigt, vielleicht zu überlegen, einfach da schon mal den Weg zu Fuß anzutreten. Wenn die U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese schon recht voll sein sollte, umgekehrt an der Schwanthaler Höhe genau das Gleiche, dass man da vielleicht schon aussteigt und dann zu Fuß runtergeht. Das sind so die Tipps und ansonsten Geduld mitbringen, aber vor allem auch die gute Stimmung und die gute Laune, die lassen wir uns nicht verderben. Weitere Informationen zum Thema Wiesensicherheit finden Sie auch auf münchen.tv.